Willkommen und hereinspaziert. Ja, das Hochwasser, das große Teile Europas erwischt hat. Es ist noch immer nicht vorbei. In Teilen von Österreich, Niederösterreich ist noch immer Land unter. Das ist echt ganz, ganz schrecklich. Ein Jahrhundert Hochwasser. Naturgewalt trifft Wien. Ja, auch hier sind teilweise Leute nur mehr mit Booten zu ihren Häusern gekommen im 14. Bezirk. Das ist neben Wien Fluss. Schaut mal, das hat eine App angezeigt am 14.09. Auffallend ist, dass das alles kreisrund ist. Die Sturzflutwarnungen. Das hat vorher noch nie so ausgesehen, aber hey. Fangen wir mal klein an. Kann mich dann noch steigern? Da hat es doch gegeben die Dubai-Flut. Nicht so lange her, genau. Und tatsächlich stand dann dort, geimpfte Wolken sind schuld an der Dubai-Flut. Cloud Seeding nennt sich die Sache, ne? Genau. Hier seht ihr es in der Überprüfung mit den Zahlen: Dubai-Flut gleich wie Hab, gleich wie Cloud Seeding. Hier zweimal, das ist Anagramm 181 und 118. Aber es ist auch gleich auf mit 55. Falls wer glaubt, das ist eine neue Sache, nein, 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 das gibt schon seit viel länger. Die Wettermodifikation begann schon 1946. Die Sache ist nur so, wenn das offiziell ist, dann geht es schon viel länger natürlich. Ein gewisser Herr Schäfer und ein Langmeier waren da federführend, die mit Silberjodid und Bleijodid gearbeitet, es wird verbrannt und der Rauch gibt so hübsche kleine Partikel, mit denen die Wolken ihm gefüttert werden und dann regnen sie ab. Vielleicht bekannter. Im August 1952 führte die britische Royal Air Force die Operation Cumulus durch. Dabei wurden Wolken mit Trockeneis geimpft. Nur 30 Minuten später regneten sie ab. Die Forschungsakten wurden sofort als geheim klassifiziert und verschwanden in den Archiven der britischen Streitkräfte. Und das aus gutem Grund. Am selben Tag nämlich ereignete sich in Lynmouth und Devon eine der schlimmsten Überschwemmungen in der Geschichte Großbritanniens. Nach 30 Jahren haben sie die Akten freigegeben von der Royal Air Force, RAF. Na, nicht die Terrororganisation, wobei. Ja. Die daran herumgebastelt haben, die waren an der Granfield School mit dem Wert zerstören und so vorgegeben, geplant. Interessanterweise der Begriff Mondlandung. So, die Operation Cumulus. Wichtigster Begriff: Climate Change, also gemacht. Gemachte Klimawechsel. Hier in Zahlen nachzuvollziehen. 70 gleich wie die Operation Cumulus. Und natürlich haben wir wieder unsere Freunde hier alle dabei, die die Fäden hier in der Hand halten. Immer und immer wieder. Ist nicht, wenn mir nichts anderes einfällt. Nein, es sind einfach nur die Zahlen, die das immer und immer wieder zeigen, damit wir es auch verstehen. So, und jetzt aktuell Hochwasser 2024 hat den Wert 127, genauso wie die Jodidverbindungen, die relative Atomic Mass 127 Isotopen, ebenso. Alles 127. Nehme ich Jahrhundert Hochwasser mit dem Wert 114, habe ich von diesen Jodidverbindungen den Schmelzpunkt von 114 Grad, die da maßgeblich beteiligt waren. Also ich habe den einen jetzt davon mal genommen, der Vincent Joseph Schäfer. 225 und 108, exakt wie Wettermanipulation. Nehme ich ein anderes Wort, Wettermodifikation, wieder zwei gleiche Zahlen. Woher kommt dieser Name? Aus dem griechischen Iodes. Das meint, und das heißt Violett. Nämlich die ultraviolette Strahlung.
Die UV-Strahlung ist für den Menschen nicht sichtbar und kann auch nicht mit anderen Sinnesorganen wahrgenommen werden. Jetzt wären wir dann wieder da bei der Mondlandung, eventuell. Okay. In dieser Entsprechung, nur aus dem Text, wie immer, haben wir Unidentified Flying Object und Les Ondes Elektromagnétiques, also elektromagnetische Wellen, genauso wie Blitz und kraftvoll. Ja, und auch eine schöne Sache hier, mutmaßlich mit Herzproblemen im Zusammenhang. Oder? Nämlich den Begriff Artificial Rainmaking, künstliches Regen erzeugen. Ist das gleich wie Government, Freemasonry und die öffentliche Gesundheit und der Notfall, wenn ich es mal plump ausdrücken möchte. Da könnte man schon überlegen, was steckt denn da dahinter? Jahrhunderthochwasser 2024 mit diesen Werten. An zwei Stellen ident, der Architekt des Universums. Das ist der, der auf Menschenopfer steht. Ist kein lieber Gott. Müsst sich einmal abschminken. So, da haben wir den Baumeister, den Architekten, wie ihr schon hier seht, am hübschen Zirkel, wo diese Wörter alle hingehören. Ganz geheim ist das selbstverständlich und sind somit inszenierte Veranstaltungen. Ich habe dann gefragt, wer ist der Architekt von unserem Universum? Was hätte ich fragen sollen? Egal. Schaut euch einfach die Begriffe an. Von Dark Knight, von Dragon Bloodline, der Drachenblutlinie und so weiter und so fort. Diese Botschaft ist verboten. Hier kann man es in einem Satz zusammenfassen. The Creator and Commander of Master Masons. Hier haben wir die Jungs dann noch einmal mit allen ihren Vorlieben, inklusive den Vatikan, was uns als Natur verkauft wird. Das ist ganz anders. Es ist ein weiteres Tool, um Menschen in die Verzweiflung, in den Tod und so weiter zu treiben. Zahlen lügen nicht. Alles Liebe.